Hallo, es gibt wunderschöne Outdoor-Instrumente, wie zum Beispiel hier die Metallophone oder Zungentrommeln. Und dazu ist es wichtig, die passenden Schlegel zu finden. Da gibt es viele unterschiedliche Schlegel und nicht jeder passt zu jedem Instrument. Und was zu wem passt und wie geeignet es ist, darum geht es in diesem Video. Ja, wir haben wunderschöne Außenklangobjekte, die outdoor-tauglich sind, im Programm. Wie zum Beispiel hier dieses Metallophon aus nur besteht materialmäßig nur aus Aluminium und Edelstahl, ist also absolut langlebig, super gut tauglich und auch vandalismussicher, weil es wirklich super gut befestigt werden kann. Entweder mit einem Stativ, das sich an die Wand anschrauben kann. Oder eben mit einem Stativ, das in den Boden geschraubt oder eben auch betoniert werden kann. Dazu gibt es unterschiedliche Schlegel. Das ist auch ganz wichtig, den richtigen Schlegel zu finden. Im Prinzip ist das so, es gibt weiche und harte Schlegel. Je härter der Schlegel ist, desto lauter kann ich das Instrument spielen und desto stärker höre ich aber auch den Anschlag des Instrumentes. Das heißt, dieses Klock vom Material überträgt sich auf die Platte und dann ist eben die Frage, was dazu geeignet ist. Die roten Schlegel sind sehr hart, ist hier die härteste Variante und klingen eben auch sehr hart. Und diese finde ich eigentlich für dieses Produkt hier zu hart, würde ich also gar nicht empfehlen. Besser gibt es die gleichen in einer weicheren Version, die sind dann in Schwarz. Übrigens, was auch hier super gut ist, gelöst, das Stahlseil hier ist auch Kunststoff ummantelt und kann eben mit an der Säule befestigt werden, ist also auch sehr sicher im Handling. Und diese weicheren Schlegel sind es eben schon viel besser. Und ich kann das eben auch super spielen. Auch wenn ich mal fester drauf spiele, wird es längst nicht so laut und aggressiv wie bei den harten Schlegeln. Wem das aber auch noch zu laut ist, gibt es sie auch noch in einer kleineren und leichteren Version. Auch hier ist sozusagen das Motto: Je weniger Masse der Schlegel hat, desto weicher und leiser kann ich das Ganze spielen. Und hier sind die Seile auch kürzer übrigens. Das heißt, ich habe hier auch gar nicht so die Möglichkeit, so weit auszuholen. Alternativ haben wir noch hier diese extrem weichen Schlegel, wo ich also auch wenn ich feste spiele, gar nicht so viel Masse aufbringen kann. Ich spiele das auch hier mal an. Da sieht man auch wenn ich feste drauf hau, wird es lange nicht so laut, wie zum Beispiel auch bei den kleinen hier. Also viel, viel weicher. Und die sanfteste Alternative wären diese hier mit einem weichen Silikonkopf und auch sehr kurz gehalten. Nur da klingt der höchste Ton kaum noch, weil es dafür einfach zu weich ist. Aber wäre eben eventuell auch noch geeignet. Ich persönlich würde jedoch dazu diese hier empfehlen zu nehmen. Es gibt auch noch andere Instrumente, die outdoor-tauglich sind, wie zum Beispiel Zungentrommeln aus Edelstahl, also ähnlich wie diese hier, wo Zungen ausgeschnitten sind, die auch gut geeignet sind, um einfach nur mit Hand zu spielen. Das ist jedoch tricky und ein bisschen Übungssache, um da Töne rauszukriegen. Deswegen werden da auch oft Schlegel verlangt und gewünscht. Und hierfür würde ich persönlich diese kleinen Silikonkopfschlegel empfehlen, weil die sind wirklich gut geeignet, um alle Töne sanft zum Schwingen zu bringen.
Und alle anderen sind viel zu hart oder zu massiv. Kann ich auch hier nochmal zeigen. Hört man deutlich den Anschlag. Es macht viel Glock und wenig Sound. Und entsprechend hier passt die Masse nicht mit den Tönen zusammen. Entsprechend eigentlich ungeeignet. Also wenn überhaupt bei Zungentrommeln die leichten Silikonkopfschlägel oder gleich alles weglassen und nur das Angebot mit der Hand zu machen, hat natürlich eventuell den Nachteil, dass man denkt, ja, hier braucht man einen Schlägel und sucht sich im Gebüsch irgendeinen Stock und will damit spielen, dann doch lieber die Schlägel hier anbringen. Es ist auch unabhängig von der Größe der Zungentrommel, weil die Töne werden ja durch die Zunge erzeugt. Also das kommt dann auf die Größe der Zungen an. Und auch hier zum Beispiel kann ich super mit Hand spielen oder eben mit den sanften Schlägeln. Und alle anderen, also auch eigentlich finde ich diese hier, ist genau wie bei den kleineren schon viel zu hart, um da schöne Töne zu erzeugen. Wir haben noch ein drittes Instrument oder eine Instrumentengruppe. Was auch noch super outdoor geeignet ist, sind Aluminiumröhren. Hier natürlich mit Holzkiste, nicht für Outdoor, aber die Röhrenspiele gibt es eben auch mit outdoor geeigneten Resonatoren oder ohne, gänzlich ohne. Und hier würden sich diese hier bei den meisten als eher ungeeignet erweisen. Hier passen viel besser die weichen Schlägel. Aber man hört auch hier, es wird deutlich lauter. Und Ähnliches kann ich auch hier mit diesem hier spielen. Die sind auch sehr gut geeignet und genauso gut hier die weichen, größeren Schlägel noch. Die Röhren gibt es ja auch noch jeweils viel, viel größer im Durchmesser und in der Länge. Und da brauche ich natürlich auch schon Masse, um das anzubringen. Und die harten, roten Schlägel, die ich vorhin weggeschmissen habe, brauche ich nochmal. Kann ich dann auch nochmal zeigen hier. Hört man wieder deutlich das Glock vom Anschlag. Müsste also eigentlich auch nicht sein, aber ist manchmal auch gerne gewünscht, weil doch der Schall sehr schnell verhallt außen, besonders in großen Parkanlagen, dass man da auch das richtig attraktiv zum Klingen bringen kann. Zur Not auch diese, aber ich würde auch eher tendenzmäßig die weicheren empfehlen. Ja, soweit heute zu dem Thema. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Das war der neueste Beitrag vom Altton-Kanal. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns auf ein Like und ein Abo. Alle wichtigen Infos zu Altton und unseren Instrumenten findet ihr in der Videobeschreibung. Bis bald!